Hallo, ihr meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia mit Mr. Pieper, Pader und Lutz mit dem Mushroom. Juhu! Ja, wir sind wieder. Wo sind wir? An der Schule sind wir, nicht wahr? Wir müssen hier mit dem MF. Was ist das jetzt? Herbstferien sind? Was suchen? Ich dachte, Bewegungssensor. Ich habe hier einen Bewegungssensor mitgenommen. Und Thermometer. Und oder 10 Grad Raum, ne? Ja, das ist schon. Also, Thompson heißt die gute. Kann mir mal bitte wer eine Schüssel mitgenommen? Donner Thompson. Aber wir werden eine Kopfkamera droppen. Ich kann die da nicht grabben, ich weiß nicht wieso. Wie kann man die droppen? Ja, ich glaube. Ich weiß es nicht. Ich kann sie nicht droppen. Kannst du sie mir abnehmen? Ja, okay, irgendjemand hat jetzt mein... Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Geil, irgendjemand hat jetzt mal... Irgendjemand hat jetzt meine Kopfkamera genommen, aber macht nichts. Ja, Pieper. Ah, das ist easy. Was nehmen wir denn noch mit? Waren da nicht 4? Nee, 3. Ach so, sorry. Timer noch nicht los. Ihr wisst, wie der Geist heißt? Nee. Donner, Tom. Negativ. Auf was Donner, reagiert Tom. Der Geist? Denk alleine mal. Oder mehrere? Auf, okay, der Geist reagiert nur auf eine Person. Wir sind an der Schule auf Doom. Da waren wir schon mal. Wir konnten leider nicht Asylum auswählen, aber gut, was willst du machen? Ja. So sieht eure Schule während der Herbstferien aus. Guck mal, wir brauchen gar keinen Schlüssel. Guck mal, wir brauchen gar keinen Schlüssel. Ich mach die einfach von innen auf. Ist hier unten krasser, nach rechts. Krasser Dude, ey. Ich bin ein richtig krasser Dude, ich sag's dir. Da geh ich unten nach links. Da bin ich ganz schnell wieder raus. Ich geh mit Pader. Ja komm, Lutz, dann geh mit, oder? Sachen dabei? Ah, das sieht schon mal ganz geil aus. Thermometer und Buch. Doch nicht? Boah, Pieper, ich muss hier gerade mal eben schnell in Pissoir, wa? Ja, ich hab den Raum. Ihr könnt zu mir kommen. Oh Junge, ohne Scheiß mit dir. Ich muss aber zurück, Jungs. Wieso? Ich hab den Raum minus gerade. Also ich hab meine Gefährtemperatur dabei. Boah, hier nochmal einmal schnell, warte. Glaube ich erst, wenn ich will. Oh, hier klingelt das Telefon, hier klingelt das Telefon. Ah, Telefon. Jetzt jedelt mal nicht so durch, okay? Wir können ruhig ein bisschen chillen, Mann. Ja, in den Raum suchen. Ich hab meine Durchrushen. Ausrüstung. Ja, ich hol mal andere Ausrüstung. Bei Thermometer brauche ich nicht mehr. Buch habe ich hingelegt. Habt ihr EMF-Reader schon dabei? Nee. Nein, habe ich nicht. Ich hol einen. Ich hab einen. Lutz, du bleibst okay, dann hol ich was anderes. Hey, Junge, ich hol gerade eben was. Das dauert doch noch 3-4 Minuten, bis er kommt. Außerdem ist Pada gleich doch schon wieder da. Ich bin da, Pieper, ich bin bei dir. Pieper, Ein weiter rechts hier. Ja, Hammer. Ich nehme ne... Ausschlag von 3. Ich habe einen EMF-Ausschlag von 3. Ja. Pieper, geh mal raus, bitte. Bist du hier? Ja. Bist du hier? Wo bist du? Habt ihr schon Kameras gecheckt jetzt? Geisterbox ist aktiviert. Geisterbox hat aber geantwortet. Nicht erschrecken, ich komme jetzt mal kurz die Fix rein. Könnt ihr mal eben schnell da rein und Licht bist ausmachen du? Und dann mal eben schnell wegen Geister bist du böse? Bist du böse? Ich weiß nicht, wer von euch da in der Tür steht. Ich guck grad irgendjemandem zu, der in der Tür ist, weil der ist nämlich die 18 von 18. Ich hab keinen Bock durchzuschalten. Der mit der Fotokamera. Bitte einmal reingehen und ein bisschen gucken. Ich hab Bewegungssensor. Bist du böse? Ey, könnt ihr mal rausgehen, Alter? Ja, aber wieder alle das Licht aus. Ich seh sonst nix. Ich geh raus. Ich möchte den Geist ein bisschen kennenlernen. Ich möchte mit ihm zusammen sein, alleine. Ghost Orb sieht nicht danach aus. Bist du böse? Alles klar, Boys. Ich hau ab. Er hat gesagt, Adult Kill. Ja, mach's gut, Boys. Du bist doch nicht Adult. Das ist von daher. Komm, Alex, wenn du manchmal aussiehst, gehst du auch als 12 durch. Rasier dir mit dem Bart. Was brauchen wir noch? Was für Aufträge haben wir jetzt gemacht, alles? Die Frage ist, welche.
Es fehlt nur noch Bewegungssensor. Und den habe ich aber platziert. Wo hast du den platziert? Denkt an der Tür. Richtig dumm in die Ecke. Donner Thompson. Also wir haben Geisterbox, wir haben Gefriertemperaturen, was haben wir? Ich dachte gerade schon, Alter. Eigentlich nix, ne? Oder Fingerabdrücke, aber da kann ich mal eben checken. Hört mal auf, den scheiß Bewegungssensor jedes Mal auszulösen. Komm, lass mal jetzt die ganze Zeit durchrennen. Okay, sieh nicht nach Fingerabdrücken. Ich, hey, ich glaube, das sind Fingerabdrücke. Schau mal auf der Tür. So wie direkt, ja, neben der Tür, draußen auf dem Flur. Ja. Ja, da. Kann jemand mit der Fotokamera herkommen, bitte? Ja, Fotokamera, warte. Bin unterwegs. Ich hab die Fotokamera. Nein, ich mach das. Gewick. Voll wasted. Könnt ihr den Bewegungssensor bitte auf dem Flur platzieren draußen? Halt dein Maul jetzt. Wohin denn? Ja, irgendwo auf dem Flur. Direkt in der Tür einfach. Nice, perfekt, danke. Donner Thompson, fick Arnold, los! Habt ihr Fingerabdrücke schon gefunden, oder? Ja, aber. Donner Thompson. Donner. Ist ein Gespenst. Wir haben eine Opfergabe für dich, Donner die Thompson, heißt Arnold. Donner Thompson. Ey, jetzt fehlt nur noch das Ziel mit dem Bewegungsmelder. Also wir müssen es irgendwie triggern, dass es das mal auslöst. Ja, Arnold macht das schon, der ist groß. Wie lustig, Arnold, ich komm. Ich komm wieder zurück, Boys. Ich hab einen Beweis, Arnold ist durch die Tür gegangen, der ist in die Schule eingebrochen. Er ist Traitor, Alter. Ja. Traitor, Mann. Anzeige ist einfach raus. Arnold, wurde der Geist dich jetzt nicht vernaschen, oder was? Ah, ich bin nicht hübsch genug, Alter. Hat keinen Geschmack, der Geist, ohne Scheiß. Ich hätte ohne Witz, gell? Ein Ziel brauchen wir noch. Den haben wir, Arnold. Arnold nimmt ja auf. Komm, Arnold, wir gehen ja zusammen rein, wir machen das. Ja, warte, ich hol noch Salz. Was haben wir? Gespenst, gell? Ist es? Ja, ja. Dann hol ich Salz, Mann, das ist giftig für ihn, Mann. Bringt er noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Es wäre cool, wenn ihr in dem Raum warten würdet. Weil dann wird Junge wahrscheinlich draußen. Ja, komm hier. Dann wird draußen der Bewegungssensor fürs wahrscheinlich ausgelöst. Also einfach in den Raum reingehen und stumpf machen. Ja, komm doch mal mit, Alter. In dem Raum, ne? Nee, der kann doch draußen spawnen. Komm, nein, kommt alle rein jetzt hier. Macht jetzt hier nicht auf diesen, Alter. Nur diese scheiß Klugscheißer hier. Ich komm gleich nach, geh schon mal vor. Ja, ja, halt dein Maul, komm jetzt her, Mann. Vater, du kommst doch jetzt gleich in den Bus, ey, jetzt sind wir doch. Nix kommt gleich, komm jetzt. Alter, wir hören ja, dich, lachen da hinten. Oh, der Geist, er kommt. Muss ich schon sagen. Heißt der Geist einfach Lutz, das ist ein Spang, oder? Nee, ja, was verraten. Was verraten. Ist das ein Umberto-Geist, oder was? Umberto! Kann mir jemand sagen, wie das Salz hier funktioniert eigentlich, so? Wie das geil! Du hast, wenn du das hinlegen möchtest, dann hast du... Ich bin Vater, ich hab mich noch nie versprochen, Mama! Ja? Da hast du dann so einen Bereich, wenn du dich duckst, duck dich mal und guck mal auf den Boden, dann müsstest du da irgendwo so ein Salzstreu sein, ich seh's schon, ja. Ja, und wenn du dann halt bestätigst, dann leg dir das da hin. Kannst du dran machen. Bestätigst mit rechte Maustaste, oder? Eine rechte Maustaste, ja. Mal eine Frage. Donner Thompson. Wenn wir, wenn du sie hier liegen lässt, dann verlierst du sie nicht. Irgendwie droppen. Okay, Leute, kommt mal weg, dass die das Dings auslöst. Ja, Mann, Lutz, auf der Seite ist es viel besser. Ja, natürlich. Weil wir können dann hier, weißt du, die spawnt da ja drin, ja? Also, werden die gefickt und dann kommt die raus. Das ist so dumm. Mit seinen Fingern in der Keksdose. Ich habe übrigens da drin einen Kruzifix gefunden, von wem ist denn das? Von deiner Mom, habe ich gehört.
Achso. Oh Leute, Alter. Ich will mal eine Aufnahme erleben, wo wir wirklich dead serious sind und mal höflich sind. Mach mal die Tür zu und lass die mal triggern. Ach, dead serious? Die Tür mach ich nicht zu, Junge. Dead. Okay, alles klar. Ja, ja, choken, ja, like, what? Warum denn? Ist das so Angst, Junge? Ja. Dana Thompson. Ach, so heißt sie nicht, du Bobo! Ja, wie heißt sie? Donna Thompson. Das ist alles Döner Thompson. Döner Thompson. Einmal kurz Döner anrufen. Oh! Nosferatu! Alle geschwuppelt! Na! Döner Thompson! Ich hab doch gesagt, Baguetteböden und nicht Baguetteböden! Ich hab gesagt, nicht nach Gänzchen! Donna Thompson, bist du hier? Ja, Arnold kommt gerade wieder. Die geile Pflanze, da geht's nicht angebracht. Donna ist scheiße, Donna lutscht gern Schwänze, Donna... Sag mal, was? Was? Sag mal, hallo? Hallo, ich hab immer so einen Kanal noch senden, oder? Ey, seit Vater kein Channel mehr hat, gell? Ist ihm alles so egal. Ist ihm alles egal. Veto hat seine Videos mal scheiße gesagt, Alter. Dann hat er dich richtig zur Sau gemacht. Das stimmt überhaupt nicht. Na, Veto, du hast einmal geflucht. Oh, da war sie. Die ist hier. Da hinten steht sie. Da hinten beim Bücherregal. Erstmal Fotos machen, Alter. Tschüss, Donna Thompson. Fick dich doch mal, Donna Thompson. Ich bin weg. Ja, ich auch. Ich hab ein Foto gemacht, das reicht mir. Und die Kamera hingeworfen, oder was? Ja, da wieder auspacken. Ne? Nee, ich hab die noch mal. Donna Thompson? Los, fick Arnold, der ist der Letzte. Das ist das schwächste Glied in der Gruppe. Komm her! Ich muss raus. Come on! Donna Thompson, ich glaub, wir haben das Ziel nicht gemacht. Wo? Ja! Ich werde weggeheatet, Jungs. Sehr gut! Das ist ja geil. Ich wollte gerade noch reingehen, Alter, und dann ging die Tür zu. Da habe ich mir gedacht, jo, tschüss. Da ist sie, die kommt. Tschüss, Arnold, tschüss. Oh, oh. Guck mal da. Und RIP. Er sitzt da. Mit Salz hat nichts gewirkt. Komm raus! Ah, er ist tot! Er ist wirklich tot! Ach, er ist so in der Hose! Mach einer ein Foto von der Leiche wegen Versicherung! Ich hab keine Bilder mehr! Ja, genau! Ich hab auch keine mehr! Ja, warte mal! Ja, vielleicht ist drin noch eine Kamera! Da haben wir noch Fotos drauf, warte mal! Nö, die hab ich auch schon benutzt! Oh, Lutz! Okay. Ja, fahren wir, ne? Nee, ist nicht mehr da! Nice, wir haben alle Ziele. Habt ihr alle eingestellt? Sehr schön. Warte, Gespenst? Ich guck nochmal. Ja, hab ich. Gespenstabfahrt. Alter, du bist so ein Lappen. Alter, das ist geil drin, Alter. Voll ein Fick Arnold. Vor allem, ich wollte... Welcome back. I've prepared some jobs for you. Yes, Alter! 170 Dollar, Alter! 170 nice. Dollar, Alter, nice! So muss das, Junge. Vor allem, ich wollte gerade noch reingehen und dann ging die Tür so automatisch zu und dann haben wir gedacht, alles klar. Ich möchte mal kurz sagen, Mann, dass ihr die größten Lappen seid. Ich immer hier die Aufgaben mache. Was denn? Ja, was denn, Alter? Fickt euch einfach! Was denn? Die größten Schisser seid ihr, das seid ihr! Euch. So, da sind wir wieder. Kruzifix meine ich nochmal, Alter. Hindern Sie den Geist, Sie haben es noch mit dem Kruzifix, lassen Sie Teammitglied Zeuge eines Geisterwinds werden und machen Sie ein Foto vom Geist. Und wir haben einen Geist, der mit dem Namen Barbara Clark. Und nur auf einen Barbara! Person. Barbara Clark! Babsi! Babsi! Barbara! Ich hab Polizei! Hör auf! Ah, kannst du nicht mehr den Deine Mutter blamiert dich. Du blamierst die ganze Innung. Ja, Mann. Ihr seid einfach Affen, ihr dummen Mongos.
sag mal, hab ich jetzt auch nicht gehört. Ja, weißt du, ich versuche seit 3 Minuten einen Satz anzufangen, ne? Und die fangen die ganze Zeit wieder an. Ich hab Polizei, das sind einfach dumme Ficker, ganz ehrlich. Na ey, ohne Scheiß, glaubst du, irgendeiner beantwortet mal meine Fragen, wenn ich wirklich stelle? Nee. Nein. Ja, aber auch erst nach dem dritten Vierten Anlauf. Immer, ich höre immer zu was. Nach dem dritten Vierten Anlauf, ja. Ich hab hier 11 Grad. Nur? Ich geh mal in den Keller. Oh, EMF Level 5. In der, vor der Küche. Wo? Hier, wo ich stehe. Ja, hier hab ich auch, genau, hier hab ich auch 11 Grad, 10 Grad, hier hab ich, 9 Grad. 9 Grad? Ja. Albert, lass mal runtergehen, vielleicht ist unten. Nee, ich glaube nicht, dass unten ist. Nee. Wohin jetzt? Hier? Nee, ich bin dann da oben auf Flur. Also, ich habe hier keine 9 Grad. Oder halt im obersten Stockwerk. Nee, hier drin. In der Waschküche. Nee, hier ist aber EMF nur 1. Hier war. Okay, hier ist 8 ja, Grad. Ja, okay, aber ich habe hier doch 8 Grad. Ja, hier ist 8 Grad. Vielleicht haben die da eine gute. Geh mal einmal eben raus, oder? Geh mal raus hier eben. Raus, ich frag die. Ich hab mir das Buch reingelegt. Wie alt bist du? Ist jemand hier? Ich hol mal das Kruzifix. Gib uns ein Zeichen. Naja, ja, kein Bock. Ich hol mal noch die richtige Kamera, also die Videokamera, und mach mal hier. Nee, ich hol die. Obwohl, wir haben ja Kopfkameras, oder? Ja, ich hab. Ja, Mama. Ich hab die richtige Kamera genommen. Lutz, warst du das? Alter, was war das denn? Lutz, warst du das jetzt mal ohne Scheiß? Nein, das war ich nicht, Alter. Lutz, hast du auch dieses Hey gehört? Ja, so ein. Oh, Junge. Ja, das war so ein gehauchtes Hey, Alter. Direkt hinter mir, Alter. Ich hab die Kamera eingestellt, siehst du was? Leute, wir hatten gerade so ein gehauchtes Hey im Nacken. Mach mal Licht. Siehst du jetzt was? Ich schalte mich an. Ich hab keine Brust noch. Wo hast du den? Ah, ich hab das im Flur dann, okay. Aber stell's ja, genau. Stell's lieber in die Waschküche. Stell's lieber in den Waschraum. Ja, okay, warte. Hä? Oh, ich höre ja Geräusche. Kamera. Da bin ich aber raus, ey. Da bin ich raus, ja. Buch ist übrigens vollgeschrieben. Die Kamera ist aus. Die und Kamera ist aus. Ich hab Geisterbox gehört und. Du hast ein Buch gehört? Was haben wir noch? Also wir haben Geisterbox. Pada! Pada! Pada, die Geister. Die Kamera ist aus. Ach Scheiße. EMF Ebene 5 hatten wir doch, ne, oder? Wir haben EMF, wir haben Buch. Ja, stimmt. Und noch ist bisher noch nichts. Dann ist eine Uni. Was haben wir schon von den Zielen erfüllt? Kamera ist immer noch aus. Ja, die brauchen wir jetzt nicht mehr, du Spasti. Warum? Weil wir keine Geisterhops mehr brauchen, wir haben alles. Was haben wir denn alles? EMF, Buch und Geisterbox. Ja, und ich muss ein Foto von dem Geist machen. Ja, Foto brauchen wir noch. Funktioniert alles. Ja, also, Foto brauchen wir noch, Geister-Events und Kruzifix. Ich hab das Kruzifix. Ja, pass auf, nimm das Kruzifix. Hallo Herr Lutz, wollen Sie mal eine Antriebskarte? Nimm das Kruzifix jetzt mal gerade nicht mit und jetzt zeige ich euch mal, wie man den triggert und dann werden wir das ja sehen, weil der Raum ist so klein, damit du 3 Meter mit einem Kruzifix abdecken kannst. Drop das hier mal vor die Tür. Das könnt ihr dann immer noch ausprobieren. Weil wenn das nämlich jetzt getriggert wird und das funktioniert, dann ist das die richtige Lösung. Ich hab das geklopft, siehst du das? Ja. Also ein Kruzifix für 3 Quadratmeter quasi. Ja, das ist immer einmal für einen Umkreis von 3 Metern. Und das liegt jetzt ziemlich genau hier irgendwo drin. Hier, keine Ahnung, da. So, und das ist so ein kleiner Raum, okay, dass wenn die getriggert wird, hat die normalerweise nicht handeln sollte, wenn der Entwickler das so meint. Das heißt, wir triggern die jetzt einfach des Todes rein. Wie hieß die jetzt nochmal, Alter? Wie hieß die Dumb Bitch? Irgendwas mit Barbara, aber...
Barbara Streisand. Barbara Streisand. Ja, ich war klar. Junge, das sind so die schlechten Witze, ne? Babsi, die Bumsbirne ist der. Boah, jetzt halt doch mal. Barbara, irgendwas. Aber ich geh jetzt ja mal aus deinem Maul. Ja, oder Pieper. Boah, jetzt lass doch das Kruzifix da doch mal liegen. Wir versuchen was auszuprobieren. Ja, wir versuchen doch was auszuprobieren. Lass es doch einfach weg. Einfach hier liegen. Nee, lass es einfach da liegen jetzt. Lass es einfach jetzt hier liegen. Ja, dann. Wie heißt sie denn jetzt? Nee, naja, kann ich auch machen. Da geh selber rein. Nee, da kann ich auch machen, aber warte mal, wie heißt sie denn jetzt? Ich hab's vergessen. Barbara Clark. Barbara, komm jetzt da raus aus diesem scheiß Bus, Mann. Barbara Clark. Geh rein, geh raus, was soll ich jetzt nochmal für alle, okay? Ey, Barbara Clark. Barbara Clark. Barbara Clark. Barbara Clark. Du musst doch ein Foto von der Alten machen, ne? Barbara Clark. Barbara Clark, zeig dich. Warte, ich komm jetzt mit rein, ich hab die Fotokamera dabei. Der hat Kruzifix safe aufgehoben. Du, ich hab doch die ganze Zeit schon eine Kamera dabei. Guck mal, ich wärme mich jetzt. Ja, ob du mit deinem Waschfinger da überhaupt was sehen kannst. Das. Barbara Clark. Mit dem Messer, Alter. Ich stech die ab, die Dumme. Barbara Clark. Was gehört? Barbara Clark, Barbara Clark, Barbara Clark, Barbara Clark. Du plagst dich nicht. Barbara Clark. Barbara Clark, Barbara Clark. Barbara. Barbara Clark. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Nix. Was? Wir müssen hier mal richtig hart triggern, die Alte. Ja, Barbara Clark. Und damit meine ich nichts Perverses. Barbara Clark. Barbara Games. Barbara Clark. Die ganze Zeit. Hört ihr das? Ja. Barbara Clark. Vielleicht sollte halt echt einer mal in den Bus reingehen und überprüfen, ob da Dings und Kruzifix getriggert wird. Ich bin schon unterwegs. Natürlich. Das wird Barbara nicht Clark. Wenn man blöd auf dem Boden liegt. Barbara Clark. Barbara. Gut, sag mal, dass Barbara Clark Paragames abonniert hat oder irgendwie sowas. Es wurde noch nichts getriggert. Barbara Clark. Wir hatten auf jeden Fall eine hohe Angriffe. Barbara Clark, Barbara Clark, Barbara Clark, Barbara Clark, Barbara Clark, genau. Klabrabark, was? Kladderadatsch. Ja, Kladderadatsch. Blau. Blau. Gib uns ein Zeichen. Nee. Blau-Krabbler, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Schmeiß Sachen um. Der redet halt die ganze Zeit über die Box. Werf etwas um. Oh, Junge, du dummer Mongo. Barbara Clark. Lutsch meinen Penis. Ah, Pieper, muss das sein? Nichts erkannt, Pieper. Ich glaube, da ist wohl nichts. Ey, komm mal, du mal die Klappe, ey. Ey, ja, du mit die Klappe, da, ey. Mach du mal erstmal den Mund leer, du Affe, ey. Ey, verschwende die Fotos nicht. Ey, ich wollte einmal das Gesicht des Bösen. Barbara Clark. Barbara Clark. Gib uns ein Zeichen. Barbara Clark. Mach. Doch, die labert halt die ganze Zeit über die Geisterbox. Gib uns ein Zeichen, gib uns ein Zeichen. Behind. Nee, nicht behind. Gib uns ein Zeichen, du dumme Otze, Alter. Du kannst nicht kochen. Barbara! Ah, Barbara, dein Essen schmeckt nicht! Barbara, dein Essen schmeckt nicht, Junge! Was für eine harte Beleidigung! Ich will mir den die Aufnahmen mitnehmen, der beleidigt dich richtig heftig, das kannst du nicht senden. Ja, aber der ist so geisterfreundlich, Mann! Nicht geisterfreundlich! Geisterrassismus! Geisterrassismus! Ja, ganz eindeutig. Ja, die dumme Bitch, die kann ja nicht mal mehr schmutzig Wasser machen, Alter! Mach Ghost Lives Matters, Junge! Hashtag Ghost Lives Matters! Mach mal zu Bein, Alter. Hate? Ja, juckt mich nicht. Wow. Gib mal jetzt hier. Bist du böse? Töte mal jemanden, Alter. Adult? Aha. Zeige dich. Barbara? Töte mal wen. Bist du hier? Ich soll mal sagen, wie viel. Mach das Licht an, Barbara.
Mach das Licht an. Barbara, bestimm mal was bei Meckes. Zeige dich. Zeig dich. Alter Arnold, wieso lebst du überhaupt noch? Wenn du das Messer komisch hältst, Alter. Bist du böse? Die reagiert nicht alle, wenn alle hier drin stehen. Was ist denn? Ja, die reagiert nur alleine, oder? Ich geh noch mal zum Bus, Alter. Gut, kill, Alter. Gib uns ein Zeichen. Boah, Barbara Clark, du bist so dumm, Alter. Jetzt mach doch mal. Ich mach mal die Tür zu, ne? Barbara Clark. Barbara Clark. Hat die Death gesagt? Was ist abgehakt? Auch mit deinem Haus. Auch mit deinem G-Kunst, fix passiert gar nichts. Barbara Clark. Oh, wir haben eins. Wir haben das Geist-Event ist abgehakt. Wir brauchen nur noch kurze Fix und Geist. Barbara Clark. Was für ein Event war das jetzt? Geist-Event. Guck jetzt bitte nochmal nach Kruzifix. Hat da sich was geändert? Ja, ist ausgegraut. Wir wollen nur das Weil die wollte gerade in Handmode gehen. Arno, tu dir was mehr? Wenn wir das Foto haben, haben wir alles. Wenn ich dich anschaue. Gut, also wir halten jetzt Pieper mal jetzt fest. Bleibt Pieper jetzt drin, oder was? Pieper, machst du jetzt das Foto alleine drin? Clark, Barbara Clark. Ja, ich bin schon dabei. Ich trigger ihn ein bisschen. Mach doch nicht gleich immer die Tür zu, Leute. Doch. Ja. Das ist für die Immersion. Junge, ich hau dir gleich nicht mehr so in dein Gesicht. Da weiß ich gar nicht, was das ist, Mann. Doch leider musste er von uns gehen. Lass meine Tür auf, ich will sehen, wie der verreckt. Perfekt. Ich hab beim letzten Mal das mit dem Kruzifix getriggert. Wow, ganz alleine. Ich hab mein Leben geopfert beim letzten Mal mit dem Kruzifix, Mann. Geht mal alle raus jetzt außer ihr. Ja. So, Pieper, singer die jetzt mal richtig hart, Junge. Oh oh, Tür ist zu. Diese Mode. Es geht los. Geh weg vom Fenster, Alter, sonst scrappt sie dich. Ich will ein Foto machen. Gut. Ich guck mal, ob das bei der Foto geklappt hat. Das ist immer wieder lustig. Wir sind so assis, Alter. Wir locken immer einen in den Tod, Mann. Oh, wir haben kein Foto gekriegt. Alter, hab ich kein Foto für dich. Eine Aufgabe fehlt noch, Jungs. Ich habe auch Fotos gemacht eigentlich. Ich mach mal ein Foto von der Leiche erstmal. Leute, im Journal ist der Geist auf dem Foto drauf. Ja, ist verbuggt. Ja, okay. Pieper, du bist umsonst gestorben. Okay, ich mach ein Foto schnell vom Pieper. Hau mal ab, oder was? Hä, das zählt nicht? Hä? Wieso wird da nicht toter Körper angezeigt? Wahrscheinlich musst du näher rangehen. Mach's gut, du blöde Kuh! Kommt hier nicht rein. Was habt ihr da ausgewählt? Oni. Oni, ne? Ja. Alright, Abfahrt. Abfahrt. Schade. Schade, ja. Warum es nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ich hab den ja, immer noch 50. Ne? $50. 50 Latten. Ein XP noch. Ein XP noch bis zum nächsten Level. Ja, moin, ne? Na, ich hab den Geist aber auch nicht gesehen, tatsächlich. Das war gerade auch total seltsam, Boys, dass auch von Foto von Pieper stand auch nicht toter Körper so, sondern einfach nur Interaktion bei einem von den dreien, die ich gemacht habe.
Okay. Zumindest wissen wir jetzt wieder, wie das Kruzifix funktioniert, ja? Ja gut, das war jetzt random. So, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir Asylum, oder? Deine Mutti. Ja, einmal müssen wir uns anschauen, dann mal zeigen. Wenn es da ist, dann ja. Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschaußen.